Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich habe mir schon mal meine Lesebrille aufgesetzt und Messer bereit gepackt, denn ich habe Bäckchen bekommen. Sag mal, jetzt muss ich das erstmal zuhalten, wo hier überall eine Adresse steht. Puh, so. Und zwar von Tektu. Ich hatte mir ja, also wie aussieht, brauche ich nicht mal Messer, bin ich doof. Hier ist ja halt zum Reißen dran. Ne? Ich habe das mal so aufgebaut jetzt. Ich habe gedacht, das ist mal was anderes, wenn man so besser die Wand sieht und die Couch, als immer meine Schrankwand. Aber in meinem Eifer habe ich nicht bedacht, dass der Bildschirm dann praktisch dort ist und beschissen einzusehen ist. Aber naja, ich bin noch am Rumexperimentieren, das wird schon noch. Sieht auf jeden Fall freundlicher aus, als wenn man die ganze Zeit die Schrankwand mit der Technik sieht. Find ich. Könnt ihr ja mal drunter posten. Oh. Wie euch besser gefällt. Ich will auch noch eine Tischdecke hier ruf machen, also auch nicht denken, da bleibt immer so. Plastikbox. Bin ich aber echt perplex gerade. Eine Plastebox. Oh, eine Plastebox komplett im Pech schwarz und hier steht Evolve. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt gucken wir mal, lieber Medienpartner. Fressen oder gefressen werden. Ja, da bin ich ja. Muss ich mir dann nachher in Ruhe durchlesen. Richtig heiß drauf. Und hier ist noch was mit bei. Bevor wir zu der Plastikbox kommen, würde ich sagen, packen wir erstmal das hier so aus. Ich werde mir die Kamera so ein bisschen rüberholen. So, dass ihr vielleicht ein bisschen was mehr seht. Oder machen wir mal so. So seht ihr vielleicht. Ja. Hier ist das mit diesem Fußabdruck. Willkommen. Oh, hier sind die ganzen Charaktere. Oh, sind sogar 6. Nee, mehr. Mehr Charaktere. Man hat ja im Video immer nur 3 oder 4 gesehen. Und da dachte ich, das ist ein festes Team, aber nein. Wartet mal, ich muss mal hier. Das Jägerteam. Aha. Das Jägerteam ist Heidi, Panal, Markov. Jägerteam, ja, die haben eine fette Wumme. Sehen ja nicht mal so schlecht aus. Trapper. Oh, ich werde einen Trapper nehmen. Trapper, der eine Trapper gefällt mir, der Eben. Ebe, Ebe. Giffin und Maggie. Oh, mir gefällt der Trapper. Also der Trapper, den werde ich nehmen. Den Ebe. Der sieht doch mal geil aus, oder? Was haben wir hier noch? Ach so, das ist nicht Jäger, was ich oben gelesen habe. Das ist Assault. Ach so, und hier unten haben wir noch Medic. Das sind nur 2 Weiber, 1 Kerl. Karia, Fell und Lazarus. Supporter. Oh, hier ist ja ein Roboter mit bei. Bugbell. Oh, der sieht geil aus. Hank. Also ich werde entweder ein Trapper und da werde ich der Ape. Oder ich werde ein Supporter. Die sind die mit dem Schutzschild. Ich glaube, das sind die Verteidiger. Keine Ahnung. Und da werde ich Hank. Ey, das ist ja geil. Also entweder werde ich dieser da, der Hank. Den muss ich euch mal zeigen. Seht ihr den? Den mit dem Bart? Sieht der nicht geil aus? Oder ich werde halt hier der so ein bisschen aussieht wie Red Dead Redemption.
Ja? Einer von wem werde ich jedenfalls. Wir gucken jetzt auf jeden Fall weiter. Oh, ist alles ganz genau erklärt. Oh, so ein Alien mit dabei. Seht ihr das überhaupt? Ja, ja, das seht ihr. Steht das hier auch mit geheim? Ja, geheim. Immer mehr Aliens mit bei. Ich will euch auch nicht so viel verraten. Ab dem 10. Februar ist Evolve für PS4, Xbox One und PC im Handel. Also nur Next Gen. Oh, hier hinten steht wieder das Primär-Item drauf und das alles. Henkwart, glaube ich, oder? Für welchen hatte ich mich entschieden? Henk. Henk ist Supporter, Laserschneider, Schildprojektor. Also bei, hier steht nämlich jetzt gerade die Waffen. Also Jäger ist der Henk, Klasse, Supporter, primäres Item. Laserschneider. Sekundäres Item. Schildprojektor. Das ist ein bisschen schlecht zu lesen mit roter Schrift. Auf, so eine dunkle rote Schrift auf schwarz. Und ich habe hier gerade nicht viel genug Licht irgendwie. Spezialfähigkeit. Giftgasgranate. Na, das klingt doch geil, oder? Leck mich am Arsch. Klassenfähigkeiten. Tarnfeld kann der machen. Leck mich. Ein Tarnfeld. Oh, mein Handy geht. Das ist doch geil. Ich hab vergessen, mein Handy auszumachen. Das liegt im Schlafzimmer und lädt gerade. So. Welcher war der andere, den ich nehmen wollte? Das war doch der... Ape. Ah, da. Ape ist hier unten. Wartet mal, ich muss das mal so ein bisschen wegmachen. So, könnt ihr euch das mal angucken in der Zeit so, dass ich hier ein bisschen mehr Licht habe. Ape ist ein Trapper. Primäres Item, spezielle Schrotflinte. Spezialschrotflinte. Schrotflinte, wie die hast du? Sekundäres Item. Ordnungsfeld. Spezialfähigkeit. Stasisgranate. Und Klassenfähigkeit. Mobile Arena. Achso, mobile Arena haben denn alle, oder was? Achso, alle Trapper haben mobile Arena. Ah, okay. Gut. Mal wegstellen. Oh, was haben wir denn hier noch schön gefunden? Das sieht geil aus, das Bild. Alter, leg mich am Arsch. Oh, da bin ich sowas von heiß drauf. Hier steht es auch nochmal, 10.2. So, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen, zu dieser schwarzen Box. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob die aufgeht. Oh, einfach aufziehen. Das ist, aber ich finde das, also für ein Pressemuster finde ich das echt abgefahren. Also das finde ich wirklich mal echt eine geile Idee. Gibt selten sowas. Also normalerweise ist einfach halt immer nur eine dünne Hülle. So wie, ja, so wie hier. Aber ich packe jetzt erstmal alles aus und dann gucken wir uns das an. Was da so schön mit bei ist. Ist noch was mit bei? Ne, das war's. Und da schwarz sowieso meine Lieblingsfarbe ist, könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich den geil finde. Muss ich erst mal gucken. So. So. Machen wir mal wieder so zurück. Können wir mal so ein bisschen machen. So. Ja, dann haben wir einmal das Muster von Evolve.
mit bei. Das werde ich heute Abend, wenn meine Tochter im Bett ist, auch gleich mal in Angriff nehmen. Was ist denn das? Ich weiß nicht, was das ist. Das muss ich auspacken, um das sehen zu können. Fest sich gummiartig an. Das Gummi. Das ist ein USB-Stick. Das ist ein USB-Stick. Da sind bestimmt, hoffentlich, das ist ja geil. Da ist bestimmt und hoffentlich Covers und so drauf. Dann brauche ich, kann ich nämlich, und Logo und so, dann kann ich nämlich die Thumbnail schon in der neuen Wohnung hier machen. Und brauche das nur noch irgendwie zum Hochladen in die alte Wohnung bringen. Wobei ich nicht weiß, wie lange ich da noch hinkomme, weil ich die Übergabe jetzt die nächsten Tage habe. So, dann haben wir hier noch Buttons. Ich mache das gerade mal auf und dann können wir uns hier gleich mal auch in Ruhe ankicken. Also wenn dann nichts mehr kommt in den nächsten Tagen, dann wisst ihr Bescheid, ihr kommt nicht mehr in die Wohnung drin. Dann kommt spätestens am 16.02. was. Oh, wie geil ist das denn? Oh, wie geil ist das denn? Alter, wie geil ist das denn? Das sind... So, ich fange mal am besten hier an. Das sind die verschiedenen, ja, Klassen. Es gibt ja vier Klassen. Das Kreuz ganz unten, das ist halt für Medi. Die Granaten sind die Supporter. Der Pfeil ist der Trapper. Und... Nee, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Das können wir aber nicht machen. Wenn, dann machen wir das richtig, würde ich sagen. Und dann sage ich euch auch die richtigen. So. Ich mir das mal hier extra bereit. So. Also, fangen wir oben an. Die Granate ist Assault. Ja. Das sind Hüdey, Pernal und Markov. Die Charaktere. Der Pfeil ist der Trapper. Oder besser gesagt die Klasse Trapper. Das sind der Abe, Gifhorn und Maggie. So, jetzt muss ich das erstmal ein bisschen schieben. So, dann kommen wir zum Schutzschild. Das sind die Supporter. Das ist Cabot, Hank und Bucket. Und dann die Medis sind Kaira, Well und Lazarus. Und dann nochmal das Wolfzeichen. So, aber die verschiedenen Klassen, die werde ich euch definitiv im Video zeigen. Da werden wir uns die dann einfach mal angucken. Und, warte mal, oh, Kamera stellen. Ich bin mir momentan, ehrlich gesagt, noch überhaupt nicht sicher, welche Klasse ich nehmen werde. Weil mir hat halt der Ape gefallen und der bartige Typ haben mir gefallen. Wo ich jetzt gerade wieder mit meinem Namensgedächtnis nicht auf den Namen komme. Die Anstecker, da wähle ich mir den großen und natürlich den für die Klasse, die, für die ich mich entscheide, werde ich an meine Bauchtasche machen. Ja. Ich habe an meiner Bauchtasche sowieso Anstecker, das wisst ihr ja, und finde ich cool und ja, dann kann ich gleich kundtun, welche Klasse ich spiele und so. Finde ich geil. Das ist ein echt geiles Gimmick, muss ich sagen. Aber erstmal packe ich das wieder ein. So. Ich finde die Box so geil. Die Box, die werde ich mir schön in die Schrankwand stellen. So, den USB-Stick, den werde ich nicht reinmachen. Das Spiel werde ich auch nicht reinmachen. Weil, so, die Box stelle ich erstmal hier hinten schön hin in die Ecke. So, wo habe ich denn jetzt? So, ja. Auf dem USB-Stick werde ich jetzt erstmal raufgucken, das Spiel werde ich installieren. Und dann hoffe ich, dass hier vielleicht Covers und so drauf sind. Dann kann ich nämlich schon die Thumbnails erstellen. Für Unboxing und das Thumbnail für die Gameplay-Review. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir hat gefallen. Ich finde die Box, das kann ich euch nochmal zeigen. Die muss ich euch nochmal zeigen. Also, wenn die nicht geil aussieht. Schlicht einfach schwarze Box. Und dann hier schön Evolve drauf. Herrlich. Und
wirklich ein geiler USB-Stick und vor allem, der ist komplett biegsam. Selbst, warte mal, das muss ich euch nochmal zeigen. So, das ist jetzt nur die Hülle, praktisch oben. Das ist komplett biegsam, das seht ihr ja. Und das ist der USB-Stick an sich, ja, seht ihr das? Und der ist auch bis hier vorne eigentlich komplett biegbar. Seht ihr das? Also wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Also das ist echt eine geile Erfindung. Den kann ich auch mal mir in eine Tasche klatschen und unterwegs mitnehmen und brauche nicht Angst haben, dass er kaputt geht, weil da ist ja alle biegsam. Da ist ja nichts, was man so irgendwie kaputt brechen kann. Das finde ich eine sehr, sehr geile Sache. So, soweit soll es aber jetzt gewesen sein. Ich beende jetzt den Unboxing. Werde das nachher dann bearbeiten und dann werde ich mal gucken. Warte ja noch auf meine Freunde, wir wollen ja noch die Waschmaschine holen für die neue Wohnung. Aus der alten in die neue. Das machen wir entweder heute oder weiß ich nicht, weil bis jetzt haben sie sich noch nicht gemeldet. Und dann mal gucken, wenn sie nicht kommen, dann zocke ich heute noch. Dann zocke ich als erstes die Wolf und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.